Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute schauen wir uns nochmal das Inside Star Citizen der vergangenen Woche an, und zwar den Teil mit den Asteroiden, die jetzt mit Alpha 3.13 ins Spiel kommen. Und hier gibt es einen Exkurs zum High Poly Low Poly Workflow. Das Character Team AMA ist auch Teil dieses Videos. Und hier gibt es einen Exkurs zu diffusen Farben und Materialien. Und natürlich werfen wir einen Blick auf das aktuelle Inside Star Citizen vom gestrigen Donnerstag, dem 25. März. Los geht's, viel Spaß! Fangen wir an mit den Themen der vergangenen Woche, startend mit dem zweiten Teil des Inside Star Citizens, nämlich den Asteroiden, den neuen, die jetzt mit Alpha 3.13 ins Spiel kommen. Das Planet Content Team hat hier eine neue Pipeline für besser aussehende und abwechslungsreichere Asteroiden erstellt, und die kommen, wie gesagt, mit Alpha 3.13 auf uns zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Felsen sind langweilig, wird uns hier eingangs erklärt, aber man braucht sie trotzdem für das Gesamtbild. Und wenn sie nicht gut aussehen, dann leidet das Gesamtbild darunter. Der Hauptgrund, warum CRG neue Asteroiden brauchte, war, dass die alten Asteroiden alte Technologie benutzten und auf diese angewiesen waren. Aus diesem Grund wollte CRG den Prozess und die Assets aktualisieren, da das Star Citizen-Universum immer weiter wächst und sich entwickelt. Es gibt einen Bedarf an mehr Vielfalt für Asteroiden, und deshalb haben sie eine neue Pipeline erstellt, die es erlaubt, zu iterieren und mehr Variationen viel schneller als zuvor und auch mit einer besseren Qualität zu erstellen. Für den neuen Asteroiden-Workflow hat CRG alles in Houdini verlagert. Houdini ist eine 3D-Grafiksoftware des in Toronto ansässigen Entwicklers Side Effects. Wer im Detail wissen möchte, was Houdini ist, dazu habe ich im August des vergangenen Jahres einen ausführlichen Exkurs gebaut. Wer da noch einmal hineinschauen möchte, klickt gerne auf den Link hier rechts oben eingeblendet. Im Folgenden wird uns erzählt, dass CRG die High-Poly-Version des Asteroiden in Houdini erstellt, die dann in eine niedriger aufgelöste Low-Poly-Version zerlegt wird, die dann unwrapped wird, damit man die Textur darauf mappen kann. Was bedeutet das? High Poly und Low Poly bedeutet das, was man bereits erahnt: Grafikobjekte mit hoher Anzahl an Polygonen und Objekte mit niedriger Anzahl an Polygonen. Für das Erstellen von grafischen Objekten gibt es, je nach Nutzungsszenario, verschiedene Lösungsansätze. Beispielsweise werden erst die Low Polys, Objekte mit niedriger Anzahl an Polygonen, erstellt, um sie dann in High-Poly-Modelle auszubauen, also zu sehr hochauflösenden, aus sehr vielen Polygonen bestehenden Modellen zu entwickeln. Das macht man insbesondere, wenn das Ergebnis als gerendertes Endergebnis in einer Werbung oder in Filmen genutzt werden soll. In Computerspielen mit einer möglichst realgetreuen Grafik hingegen benötigt man Grafikobjekte mit möglichst wenigen Polygonen, um den Berechnungsaufwand zu reduzieren. Die Grafikqualität darf dabei aber nicht zu sehr leiden. Deshalb wird hier zuerst ein High Poly erstellt, um dann die Anzahl der Polygone so lange zu reduzieren, bis das gewünschte Gleichgewicht zwischen Qualität und Berechnungsaufwand gefunden wurde. Hierzu wird in der sogenannten Blockout-Phase das grundsätzliche Modell entworfen. Bei CRG ist das Teil der Whitebox-Phase. In dieser Phase stehen die Formen im Vordergrund. Die sind wirklich wichtig, um den gewünschten Grad an Realismus und Glaubwürdigkeit zu finden. Aus diesen Formen wird dann das High-Poly-Modell erstellt, also die hochauflösende Version des Modells, bei dessen Erstellung die Qualität durch so viele Polygone wie nötig im Vordergrund steht. In der anschließenden Low-Poly-Phase, in der Low-Poly-Phase, wird, wie zuvor erwähnt, dieses Modell um so viele Polygone wie möglich reduziert. Das ist eine Arbeit, die große Sorgfalt erfordert, da zu wenige Polygone die Qualität reduzieren oder unerwünschte Kanten, Schatten oder sonstige Grafikfehler produzieren,
Zu viele Polygone können die späteren Hardwareanforderungen des Spiels kumuliert in unmögliche Höhen treiben. Dabei werden Überlegungen angestellt, welche Polygone überhaupt im Spiel sichtbar sind oder welche Details später von Texturen visualisiert werden können und daher keiner zusätzlichen Polygone bedürfen. Nachdem das Low-Poly-Modell fertiggestellt ist, folgt das Unwrapping, genauer das UV-Unwrapping. UVs sind dabei zu verstehen wie XY-Koordinaten. Das Low-Poly-Modell wird also ausgeklappt, unwrapped, um so die einzelnen Bestandteile des Modells zu definieren, wie es hier exemplarisch anhand der Lore dargestellt ist. Das ist dann die Grundlage für das Aufbringen der Texturen auf das Modell und hilft zu verstehen, wo welche Texturen aufgebracht werden können. So können zum Beispiel Flächen, die gleich aussehen sollen, dieselben Parameter in der UV-Map erhalten, was Arbeit und Rechenkapazität spart. Im Anschluss an das Texturieren des Modells folgen noch Animation und Normal Mapping, ein Thema, das wir in meinem letzten Video am 10. März 2021 kennengelernt haben. Zurück zu den neuen Asteroiden und ihrem Erstellungsprozess. In Houdini wird also das High-Poly-Modell erstellt, daraus das Low-Poly-Modell entwickelt und das wird dann in die Engine exportiert und dort mit dem Shader eingerichtet und texturiert. Mit dem neuen Prozess werden die Asteroiden ab Patch Alpha 3.13 untereinander konsistenter. Man erhält also eine konsistentere Texturdichte und mehr Details. Es wird auch der neue organische Shader verwendet, der über eine Displacement-Tessellierung verfügt und die allgemeine Qualität der Visuals wird dadurch verbessert. Auch Displacement und Tessellierung hatten wir jüngst erklärt. Wie gehabt? Wer mehr wissen möchte, der Link hier rechts oben. CRG baut schließlich ein Weltraumspiel, wird uns abschließend erklärt, also seien Asteroiden ein wichtiger Teil davon. Man bekommt diese Erfahrung, die man immer hatte, wenn man als Kind Star Wars-Filme gesehen hat. Man kann sich hinter einem Asteroiden verstecken, wenn man auf der Flucht ist oder von hier aus hinterrücks jemanden angreifen möchte. Mit den neuen Asteroiden gibt es viel mehr Ecken und Kanten und damit Möglichkeiten für Spieler, sich zu verstecken. Sie werden mit Patch Alpha 3.13 zuerst an den Lagrange-Punkten zu finden sein und sie mögen wie eine kleine Sache erscheinen, aber das ist Star Citizen und die Details sind das, was zählt. Hierzu erklärt Andreas Rohr, die V-Cloth, die Vertex-Cloth-Vertex-Kleidungssimulationstechnik ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Prioritäten im Laufe der Produktion verschieben, was in der Spieleentwicklung völlig normal ist. Im Fall von V-Cloth hängt der erfolgreiche Rollout des Features von drei Hauptpfeilern ab. Erstens, der grundlegende Cloth-Solver muss von CIGs Physikteam implementiert werden, muss alle Kernfeatures wie veränderbare Dynamikparameter, Kollision, Selbstkollision usw. so haben und muss schnell genug laufen, damit er auf einer sinnvollen Anzahl von Charakteren gleichzeitig angewendet werden kann. Die zu berechnenden Vektoren dürfen dabei auch bei vielen Spielern und schnellen Bewegungen nicht exponentiell steigen. Und aus Designsicht muss es die Bedürfnisse der Grafiker unterstützen und ihnen die volle Kontrolle darüber geben, wie sich der Stoff verhält, wie er aussieht und sich anfühlt, und zwar unter allen denkbaren unterschiedlichen Bewegungs- und Umgebungsbedingungen, sowohl in FPS-Kämpfen als auch bei Filmnahaufnahmen. Zweitens, eine effiziente Pipeline zwischen DCC-Anwendungen, also Digital Content Creation-Anwendungen wie Maya und der Engine und ihrer Tools muss eingerichtet werden und die Lösung muss skalierbar sein. Tools und Pipelines verbinden alles miteinander, um so die Zielproduktivität herzustellen. Und nicht zuletzt drittens müssen die Assets selbst vorhanden und für die Simulation hinsichtlich ihrer Bauweise und Struktur geeignet sein.
Wenn man zum Beispiel eine Schlaghose modelliert, wird sie unnatürlich und steif wirken, wenn Pipeline und Tools noch nicht arbeiten wie vorgesehen. Also wird als Übergangslösung eine engere Passform konzipiert und modelliert, damit die Verformung und die Bewegung dem erwarteten Verhalten in der Bewegung entspricht. Sobald die V-Cloth-Technologie jedoch online ist, werden natürlich Assets benötigt, die super cool aussehen. Es werden Trenchcoats und Lederjacken und alle Arten von dynamisch beweglichen Kleidungsassets benötigt und alles mit dem Ziel, dass die Spieler, sobald sie die Landezonen betreten, ihre Raumanzüge und Rüstungen weglegen, ablegen wollen, weil ihre Zivilklamotten so viel besser und individueller aussehen. Aber das hängt, wie gesagt, vollständig von der Fertigstellung des Solvers und der Pipeline ab. Auf der CitizenCon 2018 war CIG bereits an einem Punkt, an dem sie mit diesen notwendigen Arbeiten etwa zur Hälfte fertig waren. Und die ersten Ergebnisse sahen schon sehr vielversprechend aus. Was dann allerdings passierte? Nun, das war einfach Spielentwicklung. Dieselben Physikentwickler, die diese Tools für cool aussehende Assets liefern können, das sind auch die Leute, die einige Kernfunktionen der Engine implementieren, die die Grundlage für das eigentliche Gameplay sind. Sie arbeiten zum Beispiel an Physics Grids und Abfragebeschleunigungsstrukturen, die verfolgen, wo Objekte im Raum sich befinden und ob sie kollidieren, von Projektilen getroffen werden und so weiter. Es handelt sich dabei um eine Kernkomponente der gesamten KI-Pfadfindungslogik, ohne die alle KI, sowohl NPC-Schiffe als auch NPC-Figuren, keinerlei Bewusstsein für ihre Umgebung hätten. Nichts, was überhaupt ein Verhalten oder eine Aktion auslösen könnte. Die NPCs würden einfach nur in T-Position herumstehen, auch ohne dass Server-Performance ein Thema wäre, und das möchte wohl niemand. In diesem Fall wurde also der Fortschritt bei einigen der grundlegenden Systeme, auf denen Star Citizen aufbaut, über mehr als 2 Jahre hinweg gegenüber dem coolen Zeug wie eben der Kleidung priorisiert. Sprich, seit der CitizenCon 2018 wurden hier keine Fortschritte mehr erzielt. V-Cloth lässt also nicht nur Kleidung cool aussehen, indem sich Kleidungsstücke dynamisch bewegen lassen, es ist eine hochkomplexe technische Herausforderung, für die Teams und Kompetenzen erforderlich sind, die aktuell noch gebunden sind mit der Erstellung des technischen Spielfundaments. Derzeit gibt es keine Pläne für Rüstungslayer. Die Rüstungen und Kleidungsstücke folgen einem strengen Regelwerk, das definiert, wie die Asset-Gruppen miteinander interagieren. Um die Überlagerung dieser beiden Systeme zu ermöglichen, im Sinne von verschiedenen Schichten, also Layern, müssten diese Regeln grundlegend überarbeitet werden. Als allgemeine Antwort auf diese und andere Fragen zur PU-Charakteranpassung: CIG ist bewusst, dass der aktuelle PU-Customizer in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Auswahl begrenzt ist, das heißt Gesichtsoptionen, Haaroptionen, Bartoptionen und andere Dinge. Er kann als eine Version 1 des Systems betrachtet werden. Und wo immer es eine Version 1 gibt, wird es wahrscheinlich auch eine Version 2 geben, wenn und sobald sie auf den Projektplan gesetzt werden kann. Der aktuelle PU-Customizer verwendet ein sehr altes System zum Zeichnen und Interagieren mit den UI-Elementen, da das Building-Block-System zu dem Zeitpunkt, als die Version 1 des Customizers implementiert wurde, noch nicht fertig war. Das Ergebnis ist, dass das Interaktionsmodell nicht so einfach und intuitiv ist, wie CIG es sich gewünscht hätte. Die Qualität der Assets darin entspricht nicht den Standards, die sie mittlerweile intern erreichen können. Im Zuge der Antwort von Diffuse Decals, diffusen Abziehbildern, also Decals sind ja einzigartige Grafikbestandteile, die auf Raumschiffen oder Anzügen eben aufgebracht werden können, wird eben dieses Wort diffus verwendet im Zusammenhang mit einem Grafikobjekt im Spiel. Aber was bedeutet das, diffus oder Diffuse Decals? Diffus ist grundsätzlich etwas, was hinsichtlich eines visuellen Eindruckes nicht eindeutig ist. Eine Durchmischung von Eindrücken. Diffuses Licht wird zum Beispiel bei Fotografie und in Filmen eingesetzt, um die Lichtführung zu streuen, um so ein weiches Licht zu erhalten, was in der abzulichtenden Szene zu weniger Schatten und Kontrasten führt. Ein grafisches Material, nicht nur in einem Computerspiel,
und dessen Reflexionsverhalten und damit das Erscheinungsbild besteht aus drei Oberflächeneigenschaften. Der Ambientenobjektfarbe respektive Reflexionskoeffizient, der spekularen Objektfarbe und der diffusen Objektfarbe. Bei der Objektfarbe handelt es sich um eine Alternative zu den Materialeigenschaften und wird fest per Wert definiert. Bei einer Normierung Rot und Grün und Blau, R plus G plus B gleich 1, lässt sich jede Kombination durch Angabe von zwei Parametern beschreiben. Bei der Ambientenobjektfarbe handelt es sich nicht in dem Sinne um eine Farbe, sondern um einen Reflexionskoeffizienten. Wenn die diffuse Objektfarbe beispielsweise hellrot ist und der Faktor für die ambiente Objektfarbe 25, bedeutet das, dass die diffuse Objektfarbe zu ca. 10% von dem einfallenden Licht reflektiert wird. Die ambiente Reflexion gibt also an, wie viel des einfallenden ambienten Lichts der Intensität vom Objekt in seiner diffusen Objektfarbe reflektiert wird. Die spekulare Objektfarbe wird durch drei Koeffizienten angegeben. Die spekulare Farbe ist im Allgemeinen ein relativ heller Farbton, da es die Objektfarbe für Lichtspiegelung beschreibt. Diese Lichtspiegelung hat normalerweise die Farbe der Lichtquelle selbst. Zum Beispiel erscheint eine Lichtreflexion von einem weißen Licht auf einer roten Samtfläche weiß und nicht rot. Die diffuse Objektfarbe zuletzt wird ebenso durch drei Reflexionskoeffizienten beschrieben. Es handelt sich dabei um die Koeffizienten, wie stark die Rot-, Grün- bzw. Blauanteile des einfallenden Lichts reflektiert werden. Die diffuse Reflexion basiert auf dem Phänomen der Streuung. Eintreffendes Licht dringt in den Körper ein und wird von seinen tieferen Schichten gleichmäßig in alle Richtungen gestreut. Das reflektierte Licht hat entsprechend keine eindeutige, sondern eine diffuse Objektfarbe. Mit diesem Wissen geht's zurück zu CIGs Antwort auf die Frage zu den Problemen beim Aufbringen von Tattoos bzw. Decals auf Assets. Es gibt zwei Arten von Decals, wird uns erklärt, die der Charakter-Shader unterstützt. Stencil-Decals und Diffuse-Decals, Diffuse-Decals. Stencil-Decals funktionieren ähnlich wie Schablonen im echten Leben. Man denke an Siebdruck oder Aufkleber. Stencils erzeugen minimale Farbe in maskierten Bereichen eines Objekts, um zu bestimmen, wo die Farbe sichtbar projiziert wird. Für detailliertere Grafiken wie zum Beispiel Tattoos werden diffuse Details benötigt, die ein volleres Farb- und Detailspektrum bieten. Und hier noch ein Einwurf. Wir wissen nun, was es mit diffusen Farben auf sich hat, aber diffuse Details? Diffuse Details? Hierbei handelt es sich nicht um eine Farbe, sondern um einen Shader, also ein Stück Programmcode zur Berechnung von Grafiken auf der GPU. Mittels Diffuse Detail wird eine zweite Detailtextur definiert, die diffus, also nach und nach erscheint, wenn die Kamera sich ihr nähert. Dieser Shader wird zum Beispiel häufig auf Terrain dargestellt. Hierzu wird eine Basistextur mit niedriger Auflösung verwendet und diese über das gesamte Terrain gelegt. Aber wenn sich die Kamera ihr nähert, würde die niedrig aufgelöste Textur unscharf. Um diesen Effekt zu vermeiden, wird eine Detailtextur erstellt, die über das Terrain gekachelt und diffus über die Basistextur geblendet wird. Auf diese Weise erscheinen bei Annäherung der Kamera die zusätzlichen Details und der Unschärfeeffekt wird vermieden. Die Herausforderung bei CRG und den Decals und den Tattoos ist, dass diese zweite diffuse Detailtextur mittels UVs, quasi XY-Koordinaten, auf die Basistextur ordentlich gelegt werden muss. Im Falle von CRG ist diese Basistextur aber ebenfalls diffus, da sie Stoff oder gar Haut darstellen soll. Um diese diffusen Decals auf die diffuse Basisoberfläche aufbringen zu können, werden also zusätzliche Materialvarianten erforderlich und das kann die Materialanzahl sozusagen explodieren lassen. Wie man unter dieser Voraussetzung trotzdem die physische Materialvarianz minimiert, das ist die Herausforderung, die CIG noch zu lösen versucht.
Forrest Stephan erklärt hierzu: Der anfängliche Blocker bei den Hologrammhelmen hing mit dem ursprünglichen Design des Shaders zusammen, der für statische Objekte oder Render-to-Texture-Projektionen gebaut wurde. Sie haben an den Skin-Dateien herumprobiert und waren nicht in der Lage, die Hologrammhelme mit dem Skelett, respektive Rig, des Charakters zu animieren. Sie haben also beschlossen, den Shader zurück auf das Zeichenbrett zu bringen und sicherzustellen, dass er die spezifischen Anforderungen der Charaktere unterstützt. Die Rüstung, erklärt ebenfalls Forrest Stephan, ist in 5 Teile aufgeteilt. Kern, also der Körper, Arme, Beine, Hände und Helme, Kopf. Es gibt keine Asymmetrie der Rüstung, da eine weitere Anpassung sowohl Auswirkungen auf den Texturspeicher als auch auf die Draw Calls haben würde, was CRG aus Performancegründen vermeiden möchte. Ein prozeduraler Ansatz zum Spawnen von NPCs, der auf Loadout-Modularität basiert und ein System namens Spawn Closets verwendet, ist in Arbeit. Außerdem rollt CRG das System zur Farbvarianz der Schiffe auf die Charaktere aus, um so eine dynamische, weil prozedurale Anpassung der Farbpalette auf NPCs zu ermöglichen. Und zuletzt noch einige gesammelte Kurzinformationen. CRG plant, physische Komponenten wie zum Beispiel Außentaschen an Rucksäcken anbringen zu können, genau wie es bei Rüstungen der Fall ist. Der Rucksack selbst wird systemisch dabei so behandelt, als ob er an einer Rüstung befestigt werden könnte. Bärte, Gesichtsbehaarung und wirklich gute, abwechslungsreiche oder gar dynamische Frisuren sind generell in Planung, aber nicht in der Umsetzung aktuell. Ebenso gibt es keine Aussage zu Marine- oder UEE-Uniformen für Spieler. Die Möglichkeit, Helme im Spiel abzunehmen und wieder aufzusetzen, sodass es also grafisch dargestellt wird, das wird derzeit erforscht und betrifft eine Menge Teams, von Grafik über Animation bis hin zu UI. Sobald alle Möglichkeiten definiert sind, wird CRG damit beginnen, alle Bestandsassets zu überarbeiten, um die neue Technologie anzuwenden. Oberste Priorität in Bezug auf die Charaktergrafik ist definitiv die Qualität. CRG hat gelernt, dass es für den Character Customizer und den Entwurf des Spielavatars wichtig ist, einen DNA-Pool zur Verfügung zu stellen, der so groß wie möglich ist. Und zum letzten Punkt, wo es um das Design, den Grafikentwurf geht: Es wird eine Substance Painter und Substance Designer Pipeline für die Oberflächengestaltung entwickelt, um 3D-Grafikerstellung zu ermöglichen und gleichzeitig während des Entwurfs das endgültige Aussehen des Charakters visualisieren zu können. Das ist eine wertvolle Pipeline-Verbesserung für die Grafiker, mittels dessen das Next-Gen-Texturierungssystem jetzt mit dem Next-Gen-Authoring-Workflow übereinstimmt. The reputation system that will essentially allow us to track values. Hinsichtlich der Mechanik erlaubt das Reputationssystem, Werte für die Reputation eines Spielers in einer Entität zu hinterlegen. Das kann ein NPC sein, eine Organisation, alles, wo man eine Tabelle hinterlegen kann. Solange die Entität eine persistente ID hat, kann CRG einen Wert zu ihr verfolgen. Sie können nicht nur einen Wert verfolgen, sie können mehrere Werte verfolgen. Diese Werte befinden sich in einem Bereich, den CRG als Scope bezeichnet. Damit sind zwei verschiedene Dinge gemeint. Es gibt die Affinity, eine Art Maß dafür, wie positiv ein Spieler bei einer Entität registriert ist. Es gibt ein paar verschiedene Dinge, die die Affinity beeinflussen. Zuallererst wird es die Missionsleistung sein und, genauer gesagt, was ein Spieler während dieser Mission tut. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Affinity wirklich große Bedeutung erhält. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass sich die Affinity durch die Handlungen des Spielers verändern kann. Im Gegensatz zu NPCs ist bei Organisationen die Affinity etwas anders gestaltet, da sie sozusagen die zusammengefasste, konsolidierte Meinung der Organisation und ihrer Mitglieder dem jeweiligen Spieler gegenüber darstellt. Affinity steuert eine Menge Dinge, zum Beispiel, ob man angegriffen wird oder ob man Hilfe erhält. Und dann ist da noch der Vertrauenswert, die Confidence und die Karriere. Confidence ist exklusiv für Missionsgeber und sagt gewissermaßen aus,
für wie gut sie den jeweiligen Spieler für den gebotenen Job halten. Karriere ist gleichbedeutend zur Confidence, nur ausgehend von Organisationen anstatt von Missionsgebern. Der Unterschied bei einer Organisation ist, dass sie mehrere Karrierebereiche haben kann. Eine Sicherheitsfirma wie Crusader Security könnte also einen Bounty Hunter-Bereich haben oder auch einen Verteidigungsbereich oder einen Gefängnisbereich oder eine beliebige Anzahl dieser Karrierebereiche, die die verschiedenen Stufen der Karrierefähigkeit mit verschiedenen Arten von Gameplay bei den Spielerwerten vorhalten soll. Innerhalb dieser Bereiche wiederum gibt es das Konzept der Ränge. Je nach positivem oder negativem Wert durchläuft man verschiedene Rangstufen, die Auswirkung auf die Reputation haben. Die Idee dahinter ist, dass man dadurch Vorteile und Belohnungen erhält, wenn man im Spiel hohe Ränge erarbeitet. Es ist im Grunde ein Charakter-Level-System. Durch die Bandbreite und Flexibilität wird man auch in die Lage versetzt, mit einer Gruppe von Freunden dieses System zu nutzen. Ein Spieler hat vielleicht einen guten Ruf bei einer bestimmten Organisation auf hohem Niveau, den die anderen Freunde nicht haben. Und als Ergebnis ist dieser Spieler in der Lage, eine Mission für die Spielergruppe zu erhalten oder einen Bonus für eine gemeinsame Mission. Nicht zuletzt mag es auch jeder ein wenig mit seinem Rang anzugeben. CRG ist sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und freut sich auf die Einträge auf Spectrum und Reddit. In dieser ersten Iteration geht es hauptsächlich um Missionen und darum, wie sich das auf Dinge wie Affinity und Vertrauen auf Confidence auswirken wird. Aber in Zukunft wird unser Ruf, unsere Reputation auf vielschichtige Weise beeinflusst werden können. Das werden Dinge sein wie ein Missionsgeber, dem man auf die Füße tritt. Aber es könnte auch einfach sein, wenn man auf ihn schießt oder wenn man einem seiner Freunde dumm kommt oder wenn man auf die falsche Art und Weise mit ihm redet, wenn man eine schlechte Wahl in einer Gesprächsantwortoption trifft. Es kann eine ganze Reihe von Dingen sein. CRG hat sich sogar schon über ein paar lustige Sachen Gedanken gemacht, zum Beispiel wenn man bei Constantine Hurston, der ein waschechter Snob ist, in ungepflegten Klamotten oder seltsamen Clownsanzügen auftaucht. Das könnte sich ebenfalls negativ auswirken auf Rang und Affinity, respektive die Reputation. Es kann der Nasenfaktor sein, weil ein Türsteher einen nicht leiden kann oder weil man schlicht ein falsches Abzeichen auf der Jacke trägt. Das Reputationssystem ist im Grunde ein sehr offenes System, wird uns hier zusammenfassend resümiert. Das Reputationssystem wird Organisationen nun ein Profil geben. Es könnte also eine Organisation geben, die es wirklich mag, wenn man PvP spielt und andere Spieler tötet, und es könnte Organisationen geben, die das missbilligen. Es könnte Organisationen geben, die es wirklich sehr mögen, wenn man Piraterie oder Schmuggel oder illegale Handlungen betreibt, und es könnte auch welche geben, die damit nicht so einverstanden sind. Diese Mechanik wird nun das, was bisher nur auf Spectrum möglich war, im Verse lebendig werden lassen, den Ruf und Core-Gameplay von Organisationen. Und das alles führt uns zum Thema Drift. Drift ist das Konzept, anhand dessen sich der Ruf eines Spielers nach oben oder unten bewegt und sich im Wesentlichen in Richtung neutral verhält. Bei einem sehr positiven oder sehr negativen Ruf ergeben sich entsprechende Boni oder Mali. Dabei möchte CRG sicherstellen, dass es zum einen herausfordernd ist, solche extremen Werte zu erreichen und auch, dass insbesondere die sehr hohen Reputationswerte Dinge sind, die zu erreichen und aufrechtzuerhalten Mühe kosten und die auch nicht alle auf diesem Niveau zu halten sein werden. Indem sie das tun, geben sie den Citizens in-game Ziele, die sie verfolgen können. Wir sehen also, das Reputationssystem bringt massive Veränderungen ins Spiel. Wie bei allen dieser neuen Gameplay-Mechaniken wird CRG das Feedback einsammeln, Zahlen analysieren und das Spielerverhalten beobachten, um das System Schritt für Schritt verbessern zu können. Es wird eine fortlaufende Arbeit sein, besonders wenn Star Citizen den Status von Alpha zu Out of Alpha erreicht. CRG hofft, dass sie mit dem Reputationssystem die Spieler mehr dazu bringen können, miteinander spielen zu wollen, weil es das ist, was eine starke Gemeinschaft aufbaut, weil es das ist, was die Spieler immer und immer wieder zu Star Citizen zurückbringen wird. Das war's mit dem ersten Teil und dem Reputationssystem und weiter geht es zum Patch Report. In the Patch Report. First up,
Als erstes, natürlich müssen wir mit dem Reputationssystem beginnen, das wir gerade vorgestellt bekommen haben. Es soll jedes existierende Feature verbessern, indem es dem Spielererlebnis Fortschritte und Belohnungen hinzufügt und einen neuen Eckpfeiler für Star Citizen bilden wird, sobald es online geht. Zusätzlich zum Reputationssystem bringt Alpha 3.13 mehrere Erweiterungen und Überarbeitungen bestehender Assets und Locations mit sich, angefangen bei den neuen Drive-In- und Sinkhole-Eingängen für Höhlensysteme, die neue Möglichkeiten zur Erkundung mit Bodenfahrzeugen und Raumschiffen gleichermaßen bieten. Neue Asteroiden, wie zuvor ja in diesem Video auch schon vorgestellt, sorgen für mehr Abwechslung und weniger Kartoffelformen im Verse, und bilden auch eine große Gefahr, mit ihnen zusammenzustoßen. Es gibt neue grafische Overlays für Raffinerien, die einen stärker industrialisierten Look mit sich bringen und gleichzeitig einige der übermäßigen Branding-Elemente minimieren, die derzeit auf einigen Stationen zu finden sind. Und die grafischen Überarbeitungen jedes Planeten und Mondes im Stanton-System sind jetzt fertiggestellt. Eine Arbeit, die vor mehreren Quartalen begann und das allgemeine Aussehen und Gefühl verbessert, vor allem von Aberdeen und Yela. Es gibt auch neue Missionstypen, die in Stanton zu finden sein werden, einschließlich quantensensitiver und zeitgesteuerter Multi-Drop-Lieferungen, ähnlich denen, die erstmals während des Xenothreat-Events eingeführt wurden. Mehrere Ergänzungen vom Actor-Feature-Team, wie die neuen Force-Reactions, die im ganzen System verteilten Trolleys und die montierten Geschütze, wird es geben. Die Entwickler behaupten immer noch, man könne keine Geschütze auf Trolleys montieren. Wir werden sehen. Es gibt mehrere Vehicle-Features, die in Alpha 3.13 auf uns zukommen, angefangen mit der lang erwarteten Implementierung des Andockens der Merlin an die Constellation. Mit einem später folgenden Sub-Patch wird das Andocken von Schiffen an Stationen noch in diesem Quartal nachgereicht. Diese Mechanik benötigt noch etwas Feinschliff, denn genau wie wir Kratzer im Lack unserer 890 vermeiden möchten, versucht CIG das von ihrer Seite ebenso zu vermeiden. Apropos, die erste Version von Wear and Dirt, Verschleiß und Schmutz, kommt mit dem neuen System zur optischen Degradation, zur Darstellung von Abnutzung und Verschmutzung von Schiffen und Fahrzeugen mit diesem Patch ins Spiel. Das System erlaubt es den Spielern, endlich einige ihrer Raumschiffe zu waschen, wenn sie eine Reparatur beauftragen. Mining-Laser-Subkomponenten, Subcomponents, werden den Mining-Vehicles hinzugefügt, die den Spielern eine noch größere Varianz dieses Gameplays ermöglichen. Besitzer der 600i, 890 Jump, Hammerhead, Reclaimer, Mercury Starrunner und Anvil Carrack werden nun in der Lage sein, ihre einzigartigen Schiffsnamen für alle sichtbar im Alpha-Patch 3.13 anzuzeigen, während das Feature voraussichtlich in den folgenden Patches auf weitere Schiffe ausgerollt werden wird. Die lang erwarteten Science-Distance-Fields-Schilde, die Anfang des Quartals mit den NPC Idris und Javelin-Schlachtschiffen eingeführt wurden, werden nun auf alle Schiffe im Star Citizen-Universum ausgeweitet. Noch bestehende Schildlücken bei Schiffen werden damit geschlossen und die Schilde bieten neue visuelle Erlebnisse, die nicht nur besser aussehen, sondern auch dabei helfen können, die Effektivität der eigenen Angriffe auf das Ziel einzuschätzen. Und zuletzt haben wir beim Vehicle Content den neuen Cyclone MT, der mit Alpha 3.13 ins Spiel kommt. Der lang erwartete Tumbril Nova Tonk und die Hercules Starlifter verspäten sich ein wenig und werden mit einem 3.13 Sub-Patch später in diesem Quartal nachgereicht. Das war's für diese Woche. Wie im letzten Video erklärt, werde ich in Zukunft jetzt meine Videos ein wenig umbauen. Reine Übersetzungen wird es voraussichtlich nicht mehr geben. Ich werde mir die technischen Inhalte angucken und das dann bei Gelegenheit zusammenfassen und entsprechend erklären. An dieser Stelle nochmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank an meine Unterstützer auf tippi.com. Die tippi.com-Plattform www.tippi.com/astrosam werde ich jetzt umbauen auf Unterstützung per Video per 1. April. Ja, zur Entwicklung von Star Citizen noch zuletzt angemerkt, wie immer sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr auf den neuen Patch, auf die Undock-Mechanik. Ein kleines Tränchen in meinem Auge, dass die Hercules Starlifter sich verspätet. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf die neuen Asteroiden.
auf das Wear-and-Dirt-System, auf die Namen, auf die neuen Asteroiden. Es bringt einfach eine hohe visuelle Varianz ins Spiel. Und das Reputationssystem, das ist doch wirklich eine ganz, ganz große Veränderung und gibt Organisationen jetzt auch einen spielerischen Sinn. Wenn CRG es jetzt irgendwann schafft, das Server-Meshing in der ersten Iteration an den Start zu kriegen und wir mehr als 50 Spieler in eine Instanz zu bekommen, wow, dann wird das langsam zu einem echten großen MMO. Bin sehr gespannt, wie sich dieses Jahr weiterentwickeln wird. Dann gab es noch einen großen Aufreger. FireSprite ist in aller Munde, eine Firma, die auf ihrer Homepage verkündet hat, dass sie Theaters of War entwickeln und ja, sich generell mit den Modulen beschäftigen, um sie zu verbessern. Alles, was PvP-Module in Star Citizen betrifft. Ich habe mich gefragt, warum wieder einmal schafft es CIG nicht, das zu kommunizieren? Warum muss das über die Homepage der beauftragten Firma erfolgen? Klar, es gab die große Katastrophe zu Beginn der Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42, wo die Zuarbeiten überhaupt nicht gestimmt haben und man letzten Endes viel Geld bezahlt hat für Ergebnisse, die man nicht verwenden konnte. Meine Theorie ist, dass man jetzt gelernt hat, dass es jetzt funktioniert. Schade finde ich, dass sie bereits seit 2 Jahren mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und sich nicht dazu geäußert haben. Wo sich CIG doch brüstet mit offener Entwicklung und transparenter Kommunikation. Hat mal wieder nicht geklappt. Ich hatte hierzu die Community Manager Ulf und Chris angeschrieben zu den Beweggründen und ob es vielleicht etwas weiterführende Informationen zu der Zusammenarbeit gibt, also mehr außer Marketing-Sprech. Hab dazu keine Antwort erhalten. Ich kann euch dazu deswegen auch gar nicht richtig sagen, ob ich das jetzt positiv sehe oder ob ich das negativ sehe, wie es, wie gesagt, in der Community durchaus überwiegend der Fall ist. Sehen wir es erst einmal positiv. CRG ist ja im Moment wirklich damit beschäftigt, zu überlegen, welche nicht kernspielrelevanten Inhalte extern entwickelt werden können, damit sie ihre eigenen Kräfte eben konzentrieren können auf die Fertigstellung von Squadron 42, denke ich, das wird Priorität haben. Und natürlich der Weg zur Out of Alpha, haben wir heute gelernt, nennen sie das, Out of Alpha Phase. Ja, um dort eben die benötigten Tools und Features fertig zu kriegen. Wir erinnern uns, Alpha heißt ja Feature Complete, nicht Content Complete. Insofern, hier gibt es wohl auch noch einiges zu tun. Insofern, wie gesagt, verstehe ich es so, dass Theaters of War dort mit ruhigem Gewissen ja nach extern vergeben worden ist. Es wäre halt schön gewesen, das von vornherein zu kommunizieren. Und vielleicht erhalten wir auch noch eine Antwort von Chris oder Ulf. Wenn das der Fall ist, dann werde ich das hier in der Community-Sektion auf meinem YouTube-Kanal hinterlegen und auf meinem Discord-Kanal auch entsprechend. Soweit. Wir sehen und wir hören uns im Verse. Schaltet ein bei PsychShot auf Twitch. Wir werden uns gemeinsam den Alpha 3.13 Patch, wenn er ins PTU kommt, angucken. Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Runde mit ihm. Die nächste Verse Night am zweiten Dienstag des nächsten Monats nicht verpassen. Ich hoffe, dass es diesmal klappt mit der Vorstellung von Game Glass und dem Besuch von Andy Lee, dem CEO. Besucht auch die neue Verse Night Homepage www.versenight.de, wo ihr alle Sendungen findet und die Links zu den Sendungen, die es jetzt auch als Podcast auf Spotify unter anderem gibt. Mitch hat sich da richtig reingehängt und einen richtig coolen Job gemacht. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß in Star Citizen mit dem neuen Patch beim Ostereier suchen und was auch immer ihr gerade macht. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.